Wir können am Seil runterrutschen. Was kommt in meinen Fuß? Okay, ganz einfach. Unglaublich, dass du es alleine mit diesen ganzen Soldaten aufgenommen hast. Aber wir sollten uns besser beeilen. Nachdem wir Barbaren entdeckt hatten, bat unser Leutnant um Verstärkung. Sie könnten jederzeit hier sein. Ja. Stimmt. Gleich. Nachdem ich das hier zusammengefriebelt habe. Oh Mann, irgendwie ist mir gerade schwummerig irgendwie. Keine Ahnung warum. Oh wait, ich hab bereits... Ah, das ist mein letztes Werkzeug, okay. Krankenschneider. Oh, jetzt habe ich meinen Häcksler. Und jetzt? Bekommen. Jetzt gehen wir zu diesem Datenkern. Ach ja, der war da oben, okay. Frag mich, was bei den anderen zu finden ist. Oh, wait, habe ich den da gelesen? Ja, habe ich. Das war der erste Traum. Funktioniert dieses neue Modul? Nutze Nahkampfangriffe, um eine Metallblume zu öffnen. Ach so, einfach drauf da. Die Blume blüht. Mal sehen, ob die Software funktioniert. Ach so. Wait, das konnte ich die ganze Zeit vorher nicht machen. Jetzt kann ich es machen. Weißt du, Geier, warum? Um die Blume zu öffnen und nun meinen Stab da rein zu kloppen, damit ich dann mit der Software irgendwas bewirke. Also genau, ja, dass die Pflanzen sich dann selbst zersetzen. Genau. Die Ranken. Sie fallen auseinander. Die Tür ist jetzt frei. Das sah jetzt nicht gerade so aus, als hättest du irgendwas hochgeladen. Das sah eher jetzt so aus, wie als hättest du einen Stab mit voller Wucht, oder dein Speer vielmehr gesagt, mit voller Wucht da in die Blume da reingerammt, damit irgendein Fehler entsteht, der dann zufälligerweise dann genau dasselbe verursacht, wie die Software, die eigentlich diese Pflanzen zersetzen soll. What? Ah, okay. Ich meine, wenn du irgendein Update hast für, so, keine Ahnung, sagen wir mal Windows 10 oder 11 oder hier für die Playsee oder sonst was. Ich meine, da machst du bestimmt dann auch nicht hier einfach mal eben Knöpfchen drücken und jetzt wird das runtergeladen oder so. Nee, du machst das hier. Voll drauf da. Mit einem Hammer am besten. Der Datenkern sieht intakt aus. Zeit, die Meter nach Hause zu bringen. Ich schlag mal eben ein Systemupdate mit meinem Hammer in die Plesi rein. Demeter, Zeit nach Hause zu gehen. Zu Gaia. Der Same des Lebens. Ja. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Demeter Unterfunktion wieder her. Ihr Fokus funktioniert nicht mehr. Ja, jetzt schon. Was hast du getan? Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Oh, ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Sie hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Es würde Jahre dauern, alle durchzugehen. Aber diese Zeit haben wir nicht. Was du vorher gesagt hast... Ah. Alva! Stopp, nicht schießen! Beim Wort der Ahnen, sofort aufhören! Komm! Schau dir an, auf wen du geschossen hast. Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet. Nur diejenigen, die blind geschossen haben. Sie ist keine Barbarin.
Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm, sieh sie dir an. Siehst du es nicht? Elisabeth Sobeck steht vor dir. Eine wiedergeborene Ahnin. Ja, von mir gibt's zwei. Wahrsagerin, wir sollten die Ahnin zurückbringen. Wir folgen ihrem Wort, Kommandant, und nicht andersherum. Es tut mir leid, Dr. Sobeck. Der Glaube unseres Volkes ist stark, aber es gibt auch diejenigen, die nicht so vertraut mit dem Vermächtnis sind. Tolle Ihr Schauspielerin. Habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ihr zwei mit mir. Den Rest von euch treffen wir am Strand wieder für die Rückkehr nach Landfall. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die habe ich auch. Dein Volk weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sobeck, schätze ich aber... Bitte, ich muss es wissen. Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Ein paar Monate? Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Du hast mir für viele Dinge die Augen geöffnet. Dafür danke ich dir. Aber jetzt musst du gehen. Werde ich dich wiedersehen? Wir kehren bald nach Landfall des Vermächtnisses zurück. Es könnte gefährlich für dich sein, dorthin zu gehen. Aber sag mir, wie ich es erreiche, für den Fall. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt. Die Ströme rund um den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und der wird bewacht. Versuch es nur, wenn es sein muss. Wahrsagerin, was dauert da? Bitte, geh. Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Ich höre besser auf Alva. Ich muss Demeter trotzdem zu Gaia zurückbringen. Aber vielleicht erkunde ich noch etwas die Gegend, bevor ich zur Basis zurückkehre. Und jetzt kann ich den Rankenschneider für diese Metallblumen benutzen, die ich gefunden habe. Sollte ich wirklich die Gegend erkunden? Du meinst wahrscheinlich diese Gegend, wa? Ach ja, man sieht die vier Testareale. Ah, dann ist es gar kein Meteor gewesen, okay. Flutspitze? Dornmarsch? Weinende Klippen. Eine Rennbahn, okay. Ich schätze mal, hier ist irgendwas Quadratisches. Ich schätze mal, hier ist überall Wasser. Ich meine, das lässt schon vermuten, wenn man hier überall Wasser sieht. Dann kriege ich entweder ein Schiff oder irgendwas anderes, um irgendwie hier rüber zu kommen. Oder wer weiß, vielleicht ist hier so ein bisschen Land. Kann ja sein. Na gut, dann mal zurück zu Gaia, ne? Zurück zu Gaia und ihren neuen Kern verpassen. Mal gucken, was danach passiert. Weil jetzt habe ich ja dann die drei Kerne, die nötig waren. Um Hephaestus einverleiben zu können? Ja, wenn man denn quasi ihn findet. Weil man ja jetzt scheinbar genug Speicherplatz oder Power hat oder was weiß ich was. Damit das überhaupt funktioniert. Dachchen, Leute, was geht denn so? Ich bin mal bei Gaia, ja? Hat gerade... Huh. Ja, ich glaube, so hat gerade den Fleischkonsum der neuen, nicht der neuen Welt, der alten Welt kritisiert. Schön, dich wieder zu sehen, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Demeter. Ja.
Was ja passend ist, ne? Weil ich meine, wir fressen ja wirklich verdammt viel Fleisch. Was eigentlich ungesund ist. So viel Fleischfutter sollte man eigentlich nicht futtern. Auf jeden Fall nicht jeden Tag. So wie meine Eltern. Aloy. Mit der Beschaffung von Äther, Poseidon und Demeter hat sich meine heuristische Prozessordichte stark verbessert. Ich sollte nun Hephaestus absorbieren können. Und wir haben bei dem Vorhaben, es aufzunehmen, Fortschritte gemacht. Auf Vals Anregung hat Beta alle erhältlichen Informationen zu Hephaestus analysiert. Seine Expansion ist gewaltig. Es ist zu groß, um es zu beamen, und der Kern, den du benutzt hast, könnte es nicht halten. Deshalb muss es an einem Standort mit direktem Kontakt zu mir bleiben. Einem Ort mit zwei Datenkernen. Zwei Kernen? Wo sollen wir so einen Ort finden, Gemini? Eine verlassene Brutstätte in der Wüste westlich von hier. Seismische Aktivität hat die ursprüngliche Konstruktion zertrennt. Deswegen wurden zwei Datenkerne gebaut. Ich kenne den Ort. Bei der Hauptstadt des Wüstenclans. Wir müssen dich selbst hinbringen. Ich habe ein geeignetes, doch leicht sperriges Transportmittel entworfen. Da, wo ich zweimal reingelatscht bin. Um es zu Gemini zu tragen, brauchen wir zwei Leute. Ich kann helfen. Wenn ich auf dem ersten Kern installiert bin, locke ich Hephaestus auf den anderen und stelle ihn so. Dann initiiere ich die Vereinigung. Aber für den Bau dieser Vorrichtung werde ich eure Hilfe benötigen. Kannst du es bauen? Ich denke, ich könnte, aber es wird nicht klappen. Die Zeniths werden dich finden. Minerva wird deinen Standort nicht verbergen können. Das ist korrekt. Hephaestus zu absorbieren wird einen starken Stromstoß erzeugen, der von jedem, der dazu fähig ist, bemerkt werden kann. Was, wenn wir mit mehreren Stromstößen die Zeniths hinters Licht führen? Wenn Ahnt, So und Kotalo sich zu anderen Brutstätten begeben und eigene Stromstöße schaffen, würde das den bei Gemini kaschieren? Analysiere. Solch eine Taktik könnte effektiv sein. Mit Betas Hilfe sollten wir ein paar leichte Impulsgeneratoren bauen können. Ich hab doch gesagt, es wird nicht klappen. Ich hab's getestet. Hephaestus hat Alpha-Freigabe aus dem Zugangsmodul entfernt. Du wirst ihn niemals fassen können. Dann brauchen wir ein höheres Freigabelevel. Aber es gibt kein... Tadferus Omega-Freigabe, die er zur Säuberung der Apollo-Datenbank und Tötung der Alphas benutzt hat. Doch um sie zu kriegen, musst du Theben finden. Den geheimen Bunker, in den er sich zurückzog, als die Welt endete. Und niemand weiß, wo er ist, nicht einmal die Zeniths. Laut ihrer einzigen Info war er in San Francisco. Mehr brauche ich vielleicht nicht. Alva, die Quinn-Wahrsagerin, sagte, ihre Leute hätten bei Landfall eine Basis gebaut. Sie suchten von dort aus nach Daten in San Francisco. Sie kann uns vielleicht helfen. Dann mache ich mich wohl auf den Weg nach Westen. Wenn ich weg bin... Kannst du das Transportmittel und den Impulsgenerator bauen? Ich versuch's. Ich sehe zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Laut Alva haben die Quen an der Küste eine Fähre, mit der sie zu den Ruinen von San Francisco fahren. Da muss ich hin. Kann mich ja irren, aber ist in San Francisco oder in... Es ist mir gelungen, einen weiteren Raum bei den Servern zu öffnen. Schön. Alles klar. Oder in der Nähe davon. Ist da nicht hier, wie heißt die nochmal? Golden Gate Bridge? Das weiß ich. Aber wenn es zwei Ausgaben von... Dann werde ich wahrscheinlich die dann wohl da hinten sehen können, oder? Komm schon. Das ist bestimmt kein neuer Raum. Wenn man sehen könnte. Unten einzustecken, hat diese Hologramme eingeschaltet.
Hä? Hä? Holo, hä? Wo? Wenn man wissen würde, wo was ist, ne? Oh, hey, da. Das sollte helfen. Okay, cool. Er hat eine Quest. Das ist ja schön für ihn. Im Serverraum. Was zum Geier ist der Serverraum hier? Das ist, glaube ich, Ausgang. Das ist Werkbank. Mal sehen. Das ist der Serverraum. Oh, hier ist noch gar keine Tür. Das sollte man vielleicht ein bisschen besser irgendwie beschreiben, weil ich irre hier teilweise einfach nur in der Gegend herum und weiß nicht mal, was hier irgendwas sein soll. Weil super, ich guck mal das Bild da oben an. Keine Ahnung, Gesellschaftsraum? Wie gesagt, das hier sieht aus wie hier, Mechanik, Reparatur, Bauen, wie auch immer. Nee, da geht's raus. Wo ist denn... Da ist Gaia. Der nichts weiter hat als ein Auge. Das ist meine Bude. Gut daran zu erkennen, dass da oben ein Tisch mit einem Pfeil ist. Ich gehe mal zumindest davon aus, dass es ein Tisch ist. Serverraum, ist das unten? Und wenn ja, wo ist jetzt unten? Wo geht's wieder runter? Ich habe keine Ahnung hier in diesem blöden Saftladen, ey. Oh, ich drehe mich hier 20.000 Mal im Kreis und weiß nicht wohin. Geht's hier runter? Ne, die Tür geht nie auf. Ich meine, hier geht's runter, aber ich weiß nicht, ob es da runter geht, wo ich hin will. Das war der Lagerraum. Stimmt, ich bin ja hier noch gar nicht reingegangen. Was, glaube ich, irrelevant ist, weil das hier ist der Aufzugsschacht. Ich habe ja irgendwo so ein Dingsbums reingesteckt, so einen Kern, glaube ich. Energiekern. Und danach bin ich dann in den Raum da hinten reingegangen. Der Energiekern ist aus irgendeinem Grund nicht mehr drin, ne? Weiß der Geier warum? Nein. Bin ich schon hier drin gewesen? Code eingeben? Ein siebenstelliger Code. What? Was ist dahinter? Ach, das ist der andere Eingang. Ich hörte, du willst zur Küste. Wenn du unterwegs Vorräte brauchst, solltest du nach Schluchtrand gehen.
Das ist ein Dorf des Tiefland-Clans, südwestlich des Hains, im Herzen des Dschungels. Okay, danke für den Tipp. Oh, offenbar kann ich die Tür jetzt öffnen. Was war das für ein Raum, Gaia? Das war als Diagnosezentrum für die Maschinenaktivitäten unten in der Werkstatt gedacht. Anscheinend wurde ein Großteil der Ausrüstung beschädigt. Wohl durch Minervas Kontrolle über die Anlage. Sie hat sich sehr bemüht, mich auszusperren. Hier könnte eine Energiezelle reinpassen. Ja, und wo kriege ich jetzt eine her? Das ist dieselbe wie von vorhin? So. Hinter der Lüftung im Keller war eine verschlossene Tür. Ist er das? Lüftung im Keller. Oh. Gib mir nicht solche schweren Aufgaben. Ich muss vorsichtiger sein. Jensen hat fast etwas bemerkt, als wir die Daten des Diagnosezentrums durchgegangen sind. Ich habe nichts gegen den Rest des Teams, aber... Peter wollte diesen Raum als persönlich. Sie haben sicher alle Familien, die Sie im Elysium wiedersehen werden. Und ich... Ich konnte nicht mal August begraben. Ich habe nur noch meine Erinnerungen an ihn. Die werde ich nicht auch noch erlöschen lassen. Der Tresor ist für uns, niemanden sonst. Noch 11 Wochen bis zur Fixierung der Baupläne. Der Rest liegt dann bei Gaia. Ich sowas hasse, wenn sie alle einfach da durcheinander reden. Über Hephaestus. Aloy und Gaia wollen, dass ich mir überlege, wie man Hephaestus einfangen könnte. Ich sehe die Erfolgschancen bei etwa 0,0, aber es kann trotzdem nicht schaden, darüber nachzudenken. Denn erstens, ohne Hephs Fähigkeiten, Maschinen zu erschaffen, sind wir den Zenniths ausgeliefert. Und zweitens, was soll ich sonst machen? Wie immer ist der erste Schritt, das Problem genau darzulegen. Wie die anderen Unterfunktionen hat Heff ein quasi Empfindungsvermögen erlangt, als Gaia das Signal von Sirius empfangen hat. Und als Gaia sich hochgejagt hat, um Hades zu stoppen, floh Heff und suchte nach einem neuen Zuhause. Aber anders als die anderen Unterfunktionen, die anscheinend in beliebigen physischen Prozessoren Zuflucht gesucht haben, versteckte sich Heff im globalen Netzwerk, das alle Brutstätten auf der Welt miteinander verbindet. Vielleicht, weil ein einzelner Prozessor nicht groß genug für ihn war? Oder weil er sich die Code-Umgebung ausgesucht hat, die ihm am vertrautesten ist? Wie dem auch sei. Als Geist im Netzwerk konnte er seine üble neue Mission verfolgen. In Brutstätten Produktionsanlagen eindringen, Kampfeinheiten bauen und sie gegen Menschen einsetzen. Alles, um Terraforming-Maschinen vor Jägern zu schützen. Das Ganze eskalierte. Als die Jäger lernen, seine tödlichen Maschinen zu neutralisieren, baut Heff noch mehr. Größer, besser bewaffnet, tödlicher. Aber ich schweife ab. Für uns ist der Hauptpunkt, dass Heff sich nicht an einem konkreten Ort befindet. Aloy kann ihn als nicht einfach finden, und per Masterüberbrückung im Gaia-Kern eindämmen, die Aether, Demeter und Poseidon. Er kann jederzeit in eine beliebige Brutstätte fliehen, also müssen wir ihm irgendwie eine Falle stellen, vermutlich in einem Brutstättenkern und seinen Zugriff auf das Netzwerk kappen. Aber wie? Im Moment habe ich wirklich keine Ahnung. Was alles noch schlimmer macht, die Daten von Gaia scheinen darauf hinzuweisen, dass Heff sich verändert. Was da genau passiert, ist mir nicht klar, aber seine Codebasis hat sich erweitert. Das sind schlechte Nachrichten. Einerseits kann es bedeuten, dass sich seine heuristische Dichte erhöht, was es für Gaia schwieriger machen würde, ihn zu absorbieren. Und leider hieße das auch, dass Heff sich selbst neu schreiben kann. Oder zumindest Teile von sich selbst, was erschreckend ist. Was, wenn er seine Zugriffsprotokolle neu schreibt? Das würde bedeuten, ich will nicht einmal darüber nachdenken. Okay. Soll das schon quasi hinweisen darauf, dass da am Ende noch mehr passieren wird, als quasi nur, hey, wir gehen da mal eben hin, laden Hephaestus runter und die Zenith-Typis tauchen auf? Scheint wohl so. Soll das hier der Raum sein, von dem sie gerade redete? Wo ich den Code gefunden habe, ja, aber das...
Da ist doch noch gar nichts, oder? Ich meine, das wirkt ja wie ein Tresor. Nur, ich glaube nicht, dass da jetzt ein Code dabei war, oder? Ne, falsches Teil. Falsches Teil, falsches Teil, falsches Teil. Audio. Gott, so viele Texte fliegen noch irgendwo herum. Holy moly. Ah, dann gehe ich halt zurück. Wo ist das Ding? Ach stimmt, die Batterie, genau. Mal gucken, ob ich die Batterie finde. 3, der Tresor. Hier ist nichts drin an Zahlen, außer quasi die 11 Wochen. Okay. Mal gucken, ob ich die Batterie, die irgendwo, glaube ich, oben war, noch weiter benutzen kann. Oder ob diese jetzt einfach verschwunden ist. Da lag noch was rum. Oh, die Batterie ist tatsächlich noch hier. Ist das jetzt eigentlich jetzt gut oder schlecht, dass die Batterie nicht in dem anderen Lager, in dem anderen Fach drin ist? Okay. Die Konsole hat jetzt Strom. Diesen Daten zufolge hatte Festus versucht, sich in die Werkstatt zu hacken. Okay. Eindringen in Quelle, extern, Ziel, Firewall, Gegenmaßnahme, Phasenverschiebung, Sicherheitslücke, Gegenmaßnahme, fehlgeschlagen. Externe Überbrückung, Download läuft, erfolgreich, externes Ziel, Firewall, bla bla bla, aktiv, Gegenmaßnahme, Eindringen verweigert, Eindringen Quelle, extern, Firewall, Eindringen verweigert und so weiter und so weiter. Okay. Scheint ihm nicht geglückt zu sein. Ja, und das war's? Das war's? Nein. Ist die Tür offen, die da irgendwo zu war? Nö. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass das jetzt alles war. Was eine mega Enttäuschung. What the fuck? Seriously? Oh. Whatever. Whatever. Ich gehe irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich gehe irgendwo hin. Oh hey, hier haben wir so ein Säurekrallenschreiter-Areal. Ja, nice. Dann kann ich ja hier mal eben mein neues Mount abholen.